Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es trudeln so jetzt so langsam die ersten Babysachen bei uns ein. Und den ersten Karton, beziehungsweise den Inhalt des ersten Kartons, möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Und zwar ist das wieder in Kooperation mit dem Toy Fan Club entstanden. Und ich möchte euch die ersten Babyspielsachen heute gerne vorstellen. Und zwar zeige ich euch mal meine persönlichen Highlights erstmal aus diesem Paket. Also Kikaninchen hat uns schon immer begleitet. Also das fing bei Vincent an und gucken beide, auch Vince mit seinen 6 Jahren, tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Der beste Freund meiner Kinder hat auch den Kikaninchen Toni. Der ist auch ganz, 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 ganz toll. Ich glaube, den möchte ich auch noch haben. Und deswegen gibt es für die Neuankömmlinge dann ein Kikaninchen-Schmusetuch. Und das ist so schön weich. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und hat hier noch so kleine Sachen da dran. Da. So zum dran rumkatschen und so. Es ist so schön weich. Und mit dem süßen Kikaninchen. Genau. Das ist das Schmusetuch. Ach, ich bin verliebt. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Und eine Spieluhr von Kikaninchen. Und ich glaube, man kann die hier auch aufziehen. Moment. Ziehen die mal auf. So. Die Klassiker. Und die ist auch so schön weich wie das Schmusetuch. Ganz, ganz toll. Ab einem Jahr wird das übrigens empfohlen. Aber Spieluhren gab es bei Vincent und Svea schon von Anfang an eigentlich immer. Genau, also die zwei Sachen, das sind meine Highlights aus dem ganzen Paket. So, dann habe ich noch einen Spielball. Also der macht als erstes ein Geräusch. Und dann hat der hier halt ganz viele Benüppelchen dran zum Ausprobieren. Der ist auch ganz schön, ganz toll weich. Hier gibt es sogar kleine Löcher. Und genau, der ist von ABC, auch ab 0 Monaten schon geeignet. Und genau, einfach so, ne, die Geräusche, dass er dann auch rollen kann, dass man Verschiedenes anfassen kann. Der ist auch super süß. Und natürlich alles unisex. Ja, das ist mir immer ganz wichtig. War mir auch schon beim Großen irgendwie ganz, ganz wichtig. Ich hasse ja diese, ne, wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich diese hellblau und rosa Klischees nicht so gerne mag. Dann auch von ABC Design. Das fand ich cool. Das hätte ich gerne schon bei den großen Kindern gehabt. Und zwar ist es ein Badestern. Also hier so unter Wasser. Leuchtet der dann? Moment, wir machen den mal an. Drückt man aufs Knöpfchen. Und dann leuchtet der so. Sieht man jetzt nicht so gut. Das erinnert auch seine Farbe. Und dann leuchtet der so unter Wasser. Ist das cool oder ist das cool? Also ab einem Jahr wird das dann empfohlen. Ich finde das ja, also mit sowas kann man mich ja total begeistern. Und ja, ich finde das super süß. Und kann man ja sicherlich auch nicht nur in der Badewanne benutzen, sondern dann halt auch so im Kinderzimmer, wenn man gerne möchte. Aber ist halt auf jeden Fall wasserdicht. Das ist ja das Wichtige. Also so ein, genau, ein Badestern. Oh, voll süß. Ich gehe schon wieder voll ab, ne? Es ist eigentlich nur Spielzeug und ich bin schon wieder so. So, machen wir doch gleich weiter mit ABC-Design. Da haben wir hier nämlich, das ist so cool, also so dieses Schlüsselset, das kennt man, glaube ich. Das gab es, glaube ich, auch schon, als ich ein kleines Baby war. Das habe ich ausgesucht wegen dem Papa. Ich glaube, da freut er sich so ein bisschen. Genau, hat man halt so ein Schlüsselset. Und das wird also mit diesem Bummensdingens kann man das hier dran dann noch befestigen. Und das ist ja dann quasi wie so eine wie so ein Schlüssel, wie es jetzt an den modernen Autos, ne? Hier geht das Auto auf und da geht es dann zu. Aber es macht jetzt, glaube ich, noch kein Geräusch. Macht das überhaupt? Doch, es macht auf jeden Fall einen Ton. Aber das hat bestimmt einen Ein- und Ausschalter, das Gerät, und das wird gerade auf Ausgeschalten sein. Also das macht dann halt auch noch Ton, ne? Wenn man da hier so schön
drauf drückt. Und das ist einfach so zum bisschen spielen und drauf rumknabbern. Und das wird so ab einem halben Jahr empfohlen. Mache ich das jetzt hier raus? Also es macht auf jeden Fall auch Ton. Und ist zum Entdecken für die Feinmotorik und den Gehörsinn geeignet. So, und dann habe ich noch was, also das war wirklich bei den Großen, bei Vince und Svea immer ein riesengroßes Thema, wenn dann die Zähne kamen. Das war somit die schlimmste Zeit. Und deswegen habe ich schon die ersten Beißringe. Die sind ab 3 Monaten und auch von ABC. Den hier finde ich ganz süß. Der sieht so aus. Das gefällt mir echt ganz gut mit den Tierchen. Und dann legt man den, glaube ich, in den Kühlschrank. Und dann ist das schön kühl und dann können die da so ein bisschen drauf rumbeißen. Genau, also halt nur im Kühlschrank, nein, nicht ins Gefrierfach. Und darf auch nicht so ausgekocht werden oder in den Vaporisator, weil sonst geht es kaputt. Genau, das fand ich ganz süß. Und dann das hier. Dieser kleine Apfel mit der Raupe. Man sieht schon, in dem Apfel ist auch eine Flüssigkeit drin. Ne? Also auch wieder nur in den Kühlschrank, ne? Nicht ins Gefrierfach. Finde ich auch ganz, ganz süß. Hier kann das Baby dann hier festhalten. Und hier, das ist auch ganz weich. Drauf rumkauen. Und hier sind noch so ein paar Noppen, dass das auch noch ein bisschen angenehmer ist. Genau, voll schön. Und ich kann sagen, all diese Teile gab es bei Vincent und Svea nicht. Also es ist nichts, wo ich sagen kann, das hatten die schon. Nee. Ach, hier noch vielleicht ganz interessant, ne, dass es PVC-frei ist. Genau. Wie immer, wenn ich euch so ein Spielzeugpaket von Toy Fan Club zeige, habe ich auch einen Rabattcode, mit dem ihr doch schon ganz ordentlich sparen könnt. Und unabhängig vom Alter des Kindes. Also ne, ich habe euch jetzt die Babyprodukte gezeigt, aber das gilt auch für alle anderen Spielsachen, auch für die größeren Kinder. Und der ist immer aktiv. Also da gibt es bei mir keinen Aktionszeitraum. Den könnt ihr wirklich über das ganze Jahr nutzen. Und der ist immer unter allen Videos verlinkt. Unter dem Video hole ich den jetzt einfach mal noch ein Stückchen höher und poste den gleich relativ oben hin. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Und da steht dann auch nochmal, welche Shops das alles betrifft, und dann könnt ihr mit dem wirklich sehr, sehr gut sparen. Genau, das waren die ersten Babyprodukte. Es wird jetzt in den nächsten Monaten immer mal wieder so, ich werde es nicht so riesengroß jetzt aufbauschen, aber immer mal wieder werde ich euch ein bisschen ein paar Kleinigkeiten zeigen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!